Moin Moin, da sind wir wieder. Wir sind immer noch bei der Partypolitik unterwegs und versuchen jetzt mündlich stichhaltige Beweise zu sammeln Trieren. Gegen das lügende Ministerialmitglied. Der sieht auch schon verdächtig aus hier wie nix, aber mit dem kann ich nicht mehr sprechen. Tja, und im letzten Part haben wir damit schon angefangen und jetzt machen wir damit noch weiter. Achso, das ist wieder sie. Tja, da müssen wir mal gucken, mit wem wir hier noch so quatschen können. Jetzt ist der Kreis hier aber auch weg, ne? Jetzt ist auch ein Stern. Perfekt. Oh, Mann, was hat sie jetzt gesagt? Dass die Königin... Oh. So, mal gucken. Aber sie kann auch nicht die Böse sein. Sie hat ja schon wieder diese Strümpfe an. Was ist das denn für ein Skin? Der kommt noch. Ich bin dafür. Ja, das war mir schon klar. Oh, ihr seid ihr, Bibman. Man kennt euch gut in dieser Gegend. Ja, ja, ja. Die Königin erwähnte vor kurzem, dass sie eine Zusammenkunft ausrichtet. Sie möchte da sehr gerne dran teilnehmen. Ich hoffe inständig, dass sie das tun wird. All das hat mit den Altdrachen zu tun, nicht wahr? Wir alle haben das Gebrüll vernommen. Der Gedanke, dass einer von ihnen die Stadt angreifen könnte, versetzt uns in Angst und Schrecken. Ja, ja, das war erstmal so der Smalltalk und dann... Ich habe so viel zu tun. So, ich weiß. Oh, ich weiß. All diese Lügen, die Estelle verbreitet. Könnt ihr euch unsere barfüßige Königin vorstellen, wie sie nachts verkleidet durch die Straßen dieser Stadt streift? Lächerlich. Tatsächlich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Immerhin ist sie eine Mesmerin. Argwohn! Ihr seid genauso töricht wie ein Lügenwold! Oh, 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 die Majestät kann nicht böse sein, Mann! Jemand hat das sie. Hätte ich aber auch nicht gesagt. Ja, ja, das natürlich. War ziemlich dumm. Es macht ja nichts. In jener Nacht ging ihre Majestät erst sehr spät zu Bett. Jemand hat sie besucht, doch dabei handelte es sich nicht um Scarlet. Sie empfing einen Gesandten, der Char. Aha, ihr habt mir weitergeholfen. Ich danke euch. Im Endeffekt kommt raus, dass du der Böse bist. Mhm. Naja, wer solche auffälligen Fragen stellt? Ja, als ob die Königin sich vor... Ich meine, die ist Monarchin, als ob die sich hier vor irgendeinem Ministerialrat verantworten müsste. Die kann hier doch einfach absägen. Dürfte ich euer Glas auffüllen? Das ist aber eine gute Königin. Ja. Die würde sowas nie machen. Niemals. So, mit wem wollen wir jetzt hier sprechen? Ich wette mal mit diesem geilen Diener. Der hat zumindest eine Möglichkeit. Yo, righty right. Righty right, der sieht doch verdächtig aus. Wie ja, ist immer Diener. Er hat auch einen Namen. Diener heißt er. Es stimmt mich traurig, dass die Leute, die unsere Stadt und unser Königreich regieren, nicht miteinander auskommen. Jetzt verbreitet einer der Minister Lügen über die Königin. Ich zahle für jede Information über den lügenden Minister. Ich habe schon mit Minister zu tun gehabt. Nicht alle sind Schurken. Oder für wen arbeitet ihr? Na, was wollen wir nehmen? Für wen arbeitet ihr, ist doch unverdächtig, oder? Nein, das macht ja den Argwohn doch ganz völlig klar, völlig unverdächtig. Argwohn wird wieder richtig schön. Na gut, ich habe schon mit, nicht alle sind Schurken. Das hört sich doch. Meine Frau und ich arbeiten für die Minister. Da gibt es Unterschiede, wie Tag und Nacht. Meine Frau arbeitet für Ministerin Estelle, trauriger Smiley. Ich arbeite für Minister Arthur. Schnapsdrossel. Seid ihr beide mit eurer Arbeitsstätte zufrieden? Meistens. Meine Frau hat es schwerer. Ihre Ministerin hat ein Laster, das Glücksspiel. Ah. Wenn sie gewinnt, ist alles gut. Wenn nicht, dann wird sie gefährlich. Könnte sie wissen, wo Estelle in der Nacht des vermeintlichen Treffens war? Vielleicht. Estelle besucht oft abends ihre alte Freundin Fürstin Claire. Die haben wir doch auch schon getroffen. Ihr solltet meine Frau fragen, ob sie weiß, was passiert ist. Sie ist eine ehrbare Frau, die nicht lügen würde, um einen Minister zu schützen. Ihr seid ein guter Crytaner. Jemand, der uns helfen kann, die sprecht mit Kaschmir. Gut gemacht. Okay. Grüß euch. Ach, was? So. Was denkt ihr? Haben wir genügend Beweise, um ihre Anschuldigungen in Frage stellen zu können? So einige. Die Frau des Dieners kann bezeugen, dass sich Estelle mit Fürstin Claire getroffen hat. Vielleicht reicht die Drohung, dass sie eine Aussage macht, aus, um den Ganzen ein Ende zu setzen. Was noch? Wir haben einige Zeugen, die bestätigen, dass die Königin Scarlets Bitte abgelehnt hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Scarlets am Wissen der Wache der Techniker teilhaben wollte. Den Göttern sei Dank, dass die Königin das nicht zugelassen hat. Das kann aber auch die Wut erklären, mit der Scarlet unsere Stadt angegriffen hat. Sonst noch was? Wir wissen, dass Estelles Freundin für sie gelogen hat. Für einen Beutel Gold meint ihr, Estelle muss Fürstin Claire unterwiesen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schwer wird, sie zu einer Aussage zu bewegen. Letztendlich waren sie wohl doch keine allzu dicken Freundinnen. Ja, keine BFFs oder so.
Wir sind bereit, Estelle mit den Geweihten zu konfrontieren. Yeah. Zeit, Ministerin Estelle als Lügnerin zu entlarven. Na, endlich. Geht jetzt, bitte. Wie ich sehe, habt ihr euch mit den Gästen unterhalten. Einkreisen. Lasst sie nicht entkommen. Auf einem Fest oder im Zirkus? Hallöchen, fleißige Biene. Ich weiß alles über euch. Merkt euch genau, was Estelle sagt. Oh oh, wenn sie zum Ende gekommen ist, zögert nicht, sie zu bitten, ihre Worte zu wiederholen. Setzt sie unter Druck, wenn ihr das Gefühl habt, dass sie lügt. Okay, Kreuzverhör. Ich habe eine Frage. Ist es wahr, dass ihr eng mit Fürst Caudicus zusammenarbeitet? Früher habe ich noch an Fürst Caudicus Seite gearbeitet, doch nun, da ich vorhabe, mich zur Ruhe zu setzen, verbringe ich die meiste Zeit in der Bibliothek des Ministeriums. Okay, erzählt mir mehr. Ich gebe zu, ab und an erledige ich kleinere Aufträge für ihn, doch er hat sich immer noch nicht ganz von diesem schrecklichen Skandal erholt. Die meiste Zeit bleibt er für sich. Aha, erzählt mir mehr. Fürst Caudicus macht sogar auf Festen sein eigenes Ding und ich bleibe mir selbst überlassen. Ich bin doch nur ein Mauerblümchen. Oh, Kaschmir, was meint ihr denn? Sie lässt sich auf nichts festnageln. Ihr müsst sie unter Druck setzen, wenn sie lügt, und dann eure Beweise vorlegen, um ihre Argumente zu entkräften. Könnt ihr nochmal alles wiederholen? Früher habe ich noch gearbeitet, ich bekomme ihn kaum noch zu Gesicht. Da habe ich aber was anderes gehört. Warum sollte ich über so etwas lügen? Ach, hier kann man ja, jemand hat mir gesagt, na, das ist ja, ne? Jemand hat es mir gesagt, ich gebe zu, ab und an erledige ich kleine Aufträge. Ah, ihr habt vor kurzem seine Gartenfeier besucht, Mann. Oh, das stimmt, das hatte ich ja fast vergessen. Doch wir waren ziemlich viele Leute. Ich sah den Legatminister nur über ein paar Rosen hinweg. Ja, ja, ja. Mir hat man erzählt, dass da nur eine Handvoll Leute waren. Schade, dass man hier nicht noch wieder die Antworten sich raussuchen muss, sondern dass das eigentlich vorgegeben ist. Fürst Caudicus macht sogar auf Festen sein eigenes Ding. Ja, du kannst es dir aussuchen, ob du jetzt A oder B nimmst. Ja, ich nehme schüchtern. Was? Das ist richtig. Ich habe während der ganzen Feier kaum mit jemandem gesprochen. Der Garten war jedoch wunderschön. Ein Zeuge hat gesagt, dass ihr und Caudicus euch von den anderen Gästen abgesondert hat, dass er auf euch eingeredet hat und ihr genickt habt. Na schön, er und ich, wir haben eine Affäre. Ach, das wäre einfach gewesen. Wir haben uns unterhalten, doch ihr werdet niemals herausfinden, um was sich das Gespräch gedreht hat. Und ihr habt keinerlei Beweise, dass es daran um die Königin ging. Das ist auch nicht nötig, etwas zu beweisen. Ich muss euch nur diskreditieren. Oh, jetzt wird's ja lustig. Na, vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Verzeiht. Ich werde meine Ausführungen revidieren. Sie wird ihre Ausführungen revidieren. Weiß die revidierte Aussage zurück. Niemand hat es gehört, was ich gesagt habe. Was ist schon dabei, dass ich für Fürst Caudicus arbeite? Das hat rein gar nichts zu sagen. Das ändert auch nichts an der Tatsache, dass ich zugegen war. Konntet ihr hören, was die Königin mit Scarlett besprochen hat? Nein, sie haben zu leise gesprochen, so wie Schulfreundinnen, die tuscheln, damit sie kein anderer versteht. Erzählt mir mehr. Jetzt geht nur wieder, erzählt mir mehr. Ich war wohl ein wenig Gedanken verloren, wenn die Königin und Scarlett gemeinsame Sachen gemacht haben. Erzählt mir mehr. Ich habe das Wort Wachritter aufgeschnappt. Ist das nicht schlimm genug? Wisst ihr, die Menschen sterben mussten, weil die Königin Scarlett Zugang da oben läuft. Die Zeit, wenn man jetzt eine Leseschwäche hat und so. Kaschmir, was meint ihr? Sie ist gerissen und aalglatt, doch ihr könnt sie auf ihre Lügen festnageln. Sobald sie einen Fehler macht, könnt ihr sie aus dem Gleichgewicht bringen. Okay, könnt ihr alles nochmal wiederholen? Oh, das ist eine Lüge, ihr habt alles gehört? Ich konnte Argon, nur geflüstert. Der Dumm. Ich konnte nur geflüsterte Worte hören. Aber nicht. Die Königin hat jedoch einen zufriedenen Eindruck. Minister Arton hat jedes einzelne Wort genommen. Offenbar ist sein Gehör deutlich schärfer als eures. Ich war wohl ein wenig Gedanken verloren, während die Königin und Scarlett gemeinsame Lachen gemacht hat. Ich habe gehört, dass die Königin zu ihrem eigenen Schutz hinausgeleitet wurde. Ihr wart nicht dort. Ihr könnt das gar nicht wissen, wie sie sich verhalten haben. Es sei denn, ihr hättet die Ziege ausgefragt. Ich habe mit Arton gesprochen. Seine Vision stimmt nicht mit dem, was die Gräfin gesagt hat. Und mit der Vision der Ziege stimmt sie übrigens auch nicht überein. Nun ja, was für den einen höflich ist, ist für andere schon herzlich. Das heißt gar nichts. Ihr seid aber neugierig. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, erzähle ich euch, was wirklich geschah. Jetzt erzähle ich euch was. Oh Gott. Das nehme ich schon. Danke. Also, was im Thronsaal geschehen ist, ist ohne Belang. Die Königin hatte für den Abend ein Treffen mit Scarlett vereinbart. Sie wollte nicht, dass wir zuhören, also traf sich heimlich mit ihr.
Okay, ihr haltet euch an der Behauptung fest, dass sie diese Verabredung im Thronsaal trafen? Auf jeden. Sie hatten die Köpfe so dicht zusammengesteckt, so als wären sie die besten Friendos. Sie kam zu einer Übereinkunft. Und was soll es sonst gegangen sein? Ach, spekulativ. Und wenn schon, sowas kann schnell gehen. Ein Blick, ein Lächeln, vielleicht hatten sie auch vorher ein Treffen ausgemacht. Was weiß ich. Aber eins weiß ich genau. Ich habe sie unter der Brücke gesehen. Es war ganz sicher die Königin und Scarlett. Aha. Ich war nicht diejenige, die sie gesehen hat. Aber es gab eine Adelsdame. Mhm. Warum versucht ihr nur mit aller Kraft Königin Jenna zu beschützen? Sie ist doch voll blöd, sie hat alle hintergangen und versucht jetzt ihre Spuren zu verwischen. Es war ganz bestimmt Jenna. Sie hat einen roten Umhang getragen. Kaschmir, was meint ihr denn? Wir haben doch schon gehört, dass es ein schwarzer Umhang gewesen sein soll. Ihr seid schon die ganze Zeit am Flüstern. Das dulde ich nicht, das ist unhöflich. In Ernst, würdet ihr dann bitte eure Aussage wiederholen? Auf jeden Fall. Also Anis hätte niemand zugelassen. Oh ja, oh, gleich... Ja, gleich platzt sie. Oh ja, aber sie ist ebenfalls darin verwickelt, lächelte unablässig und war sehr jovial. Also Minister Anton hat das ganz anders beschrieben. Und wenn schon, ein Blick, bla bla. Ja. Eine Unverfrorenheit. Wo bleiben eure Manieren? Nicht, dass wir jetzt alles nochmal machen müssen. Bitte, das glaube ich schon. Verleumder zum Tod. Nein. So war das also, wenn ihr nicht wollt, wie ihr es machen müsst, dann solltet ihr nicht wie Bip einfach. Das war verwirrend, meine Güte. Sie hat sich wie ein. Das hat sich wie ein Mesmerzauber angefühlt. Ah, na toll. Na gut, dann. Machen wir uns mal wieder so weit vor, bis wir da wieder ankommen. Man darf also nicht einfach alles entkräften, sondern nur die wesentlichen Punkte. Na gut, du musst vor allem Beweise haben für das, was du sagst. Ja, dann musst du jetzt nur noch wieder mit Estelle sprechen, oder? Ja, ach so. Es geht wieder hier vorne. Ach so, ja, dann ist das ja alles gar nicht so schlimm. Und jetzt haben wir auf einmal 0 Argwohn statt 4. Naja. Ja, ist halt für Noobs, ne? Ja, ist halt für Schwäche und so. Ist halt für kleine Babys. Was im Thronsaal geschehen ist, bla bla. Mhm. So, dann mal los. So, erzählt mir mehr, das müssen wir jetzt uns erstmal alles anhören. So, könnt ihr das vielleicht noch einmal wiederholen? So, gut, das ist ja auch unerheblich. Wir müssen sie auf den schwarzen Umhang festnageln. Aber wir können eigentlich mal gucken, wie viel macht das hier? Es war später, eine Stunde nach der Dunkelheit. Die Königin war zu dieser Stunde in ihrem Arbeitszimmer mit einem Gesandten der Char. Es war eine Zeugin. Eine Adelsdame. Jetzt erzählt mir mehr. Ja, das wissen wir ja auch. Warum versucht ihr nur mit aller Kraft... Euer Komplizin habt ihr gesagt, sie soll behaupten, der Umgang sei schwarz gewesen. Nein, er war rot, glaube ich. Habt ihr das etwa vergessen? Ihr wollt mich nur fühlen. Na toll, eine Antwort, ey. Und zwar ein roter Umhang. Ich weiß ganz genau, er war dunkelrot. Wenn ihr und eure alte Freundin euch noch nicht einmal auf die Farbe des Umhangs einigen könnt... Warte, jetzt fällt's mir da ein. Die Königin trug einen schwarzen Umhang. Jawohl, Gräfin Anis Umhang war rot. Hatte ich etwa vergessen zu erwähnen, dass beide dort waren? Ihr wisst doch, sie und die Gräfin würden die niemals alleine irgendwo hingehen. Wollt ihr damit sagen, Gräfin Anis war auch da? Okay, es gibt noch viel zu besprechen. Na so was. Na toll. Stark. Gut, Bib. Ja. Ich bin Meisterdetektiv. Kann man da hoch? So, wir müssen jeden Zweifel ein für alle Mal ausräumen, wenn auch nur der Hauch einer Chance besteht, dass Estelle die Wahrheit sagt. Das tut sie nicht, doch wir müssen aus Anis Mund hören, dass sie nicht unter der Brücke war. Ich bin mir sicher, dass ich es gespürt hätte, wenn hier eine Art Mesmer-Vertuschung am Werk wäre, meint ihr nicht? Doch das ist jetzt nicht wichtig. Wenn wir die Gräfin befragen, werde ich wissen, ob sie lügt. Dann mal los. Okay, kommt alles ganz anders. Tut mir ausgesprochen leid zu hören. Gräfin Anis hat doch auch so eine komische Stimme gehabt. Und Karnach ist auch hier. Dann müssen wir jetzt wohl gleich kämpfen. Ich bin woanders. Findet mich, dann reden wir. Hier, ich bring euch gern mehr. Hä, wo seid ihr denn alle hin? In den grünen Kreis. Aber Gräfin Anis steht doch hier oben. Warum sollen wir jetzt nach da? Ich verstehe es nicht. Das ist eine Illusion. Da ist die echte Gräfin. Ihr müsst verzeihen, aber der Schutz Kreitas erfordert unkonventionelle Maßnahmen. Gräfin, Ministerin Estelle behauptet, dass ihr bei dem geheimen Treffen zugegen wart. Sie kompromittiert euch. Unsinn. Ich war bei keinem Treffen. Allerdings bekam ich eine mysteriöse Botschaft, gekennzeichnet nur mit E.
Den haben wir doch auch schon mal. Estelle sei in einer Banditenspielhölle, wo sie angeblich hinter der Königin herspielt. Wenn man sie daran erinnert, lässt sie ihre Lüge schneller fallen als Fahren seine Würde. Oh Gott, ey. Also es ist zwar alles nett und schön gemacht, aber irgendwie... Das nehme ich. Yay. Irgendwie hätte man das auch kürzer machen können. Stell deine Lügen ein, die Drachen sind gerade mal wichtiger als deine Privatintrige, sonst gibt's was auf die Schnüss. Also euer Wort steht gegen die Aussagen einiger Leute. Ja, wir haben Zeugen, die Gräfin Anis Version stützen. Verräter des Ministeriums, sie finden sich schon sehr bald auf der Straße wieder. Das bezweifle ich. Die Königin hat Posten für jene, die ehrlich und ehrenhaft sind. Unter uns gibt es jene, die Lügen des Ministeriums durchschauen. Haha, und es werden ständig mehr. Jory wird das für gut befinden, nicht wahr, Cass? Auf Wiedersehen, Ministerin. Dass ihr es wisst, ich verfüge über beste Beziehungen und Beziehungen euch nichts. Wir wissen, was ihr getrieben habt. Was meint ihr damit? Ihr könnt gar nicht Zeugin des angeblichen Treffens mit Scarlett gewesen sein. Ihr wart an dem Tag ja mit Interessenvertretern zugange. Interessenvertreter, was redet ihr da? Sagen wir es, wie es war. Ihr habt gespielt mit ein paar Vagabunden. Seid doch leise. Das ist eine haltlose Anschuldigung. Ist das wahr, Ministerin Estelle? Vielleicht sollten wir beide uns unter vier Augen unterhalten und das alles aufklären. Folgt meinen Wachen. Ich bin gleich bei euch. Ich würde mich auch immer unbedingt gegen die Anführerin der glänzenden Klinge stellen. Danke für die Einladung zu eurem Fest. Es war ein unterhaltsamer und nutzbringender Abend. Niemand freut sich mehr, dass ihr gekommen seid, als ich. Ihr müsst müde sein nach all den gesellschaftlichen... Und nach dem gesamten Gelese. Jetzt, da diese unschöne Geschichte erledigt ist, bin ich recht sicher, dass Königin Jenna eurem Gipfel beiwohnt. Ministerin Estelle wird bald einsehen, dass sie besser mit mir kooperiert, als wegen Verrats im Kerker zu schmoren. Ich könnte sie noch brauchen. Im Übrigen hoffe ich, ihr bleibt und reist mit dem Gefolge der Königin Kaschmir. Ihr meint, mit der Königin zum Gipfel reisen? Es wäre mir eine Ehre. Ja, das hielte ich für das Beste. Ihr hättet dabei natürlich Zeit, die Geschichte eures Vaters in allen Einzelheiten zu schildern. Oh, ich glaube nicht, dass die Königin Interesse hätte an... Unsinn. Geht jetzt. Sagt meinen Gästen etwas Nettes und genießt den Rest des Abends. Sprecht mit Anis. Ihr müsst viel öfter zu Besuch kommen. Ohne euch wäre dieses Fest längst nicht so vergnüglich gewesen. Die Königin ist euch überaus dankbar. Noch gar nicht mit ihr gesprochen. Und nun kann sie auch an eurer Zusammenkunft teilnehmen. Ist das nicht super? Ja, und sie wird voll das Fest hier. Ja, und sie... Ja, voll die Musik und so. Und warte, erstmal eine Kiste Spaß aufstellen. So, Leute, ja. Party! Kiste Spaß! Okay. So, und sie ist inkognito unterwegs. Alles klar, falls ihr keine Einwände habt, werde ich meine geschätzte Kaschmir für ein Weilchen an meiner Seite behalten. Zwinker, zwinker, wir haben viel zu bereden, nicht wahr, meine Liebe? Eine letzte Frage, wenn ihr von Estelle Schuld wusstet, wieso habt ihr dann nichts gesagt? Ich stehe der Königin einfach viel zu nahe, als dass man meinen Aussagen ohne weitere Unterstützung Gehör schenken würde. Ja, Logo, das ergibt Sinn. Ich hätte viel zu verlieren, wenn unsere liebe Jenna im Kerker landete. Oh, das wissen die Minister natürlich. Und da seid ihr ins Spiel gekommen. Ich verstehe überhaupt nichts. So. Weiterentwickeln. Partypolitik ist abgeschlossen. Wir kriegen wieder lustige Sachen, mit denen wir den Rücken aufwerten können und so. Hust, hust. Den neuen Rücken basteln. Der Chaoskugel. Yay. Kehrt nach Götterfels zurück. Wartet auf eine Nachricht eurer Kameraden. Na, dann sehen wir uns doch gleich da und gucken, wie es weitergeht. Ach nee, Moment, da ist ja noch Karnach. Und eine Kiste voll Spaß. Ihr habt brav gebellt als böser, bunter Hund auf dem Fest. Die waren viel zu verängstigt von eurem grimmigen Gesicht, um zu bemerken, ach, Jenna, dass die war ganze das bestimmt. Zeit eine Illusion neben euch stand. Oh, nee, doch nicht. Schade. Ja, ihr kamt mir gleich so hohl vor. Na gut, ich verlasse mal die Instanz. Okay. Ich auch. Ich auch. Holst dir. So, wir haben einen neuen Brief bekommen. Hurra, Wegmarkenneuigkeiten von Timmy. Hallo, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Wie geht Fehlerlesen, Bob? Sobald du einen Fehler machst, ist der nächste dran. Okay, ich würde euch normalerweise fragen, warum ist Fragen groß geschrieben, Bob? Tja, du hast einen Fehler gemacht, du hast es hinterfragt. Du sollst den Text einfach nur vorlesen. Also Fragen ist falsch geschrieben, ich habe einen Fehler entdeckt. Welche ihr zuerst hören wollt, aber dies ist ein Brief. Also Fehler. Schreibe ich zuerst... Man liest keine Satzzeichen mit. Richtig. Lane ist dran. Lane ist dran.
Also schreibe ich zuerst von den guten Nachrichten. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, funktioniert mein WR, Wegmarkenrekalibrator, einfach fabelhaft. Ich behalte das Netzwerk der Wegmarken im Auge und während der Reparaturarbeiten durch die Arbeiter greifen die Ranken nicht mehr an. Tja, habe ich schon erwähnt, dass ich genial bin? Neuer Absatz, Joschmin ist dran. Jetzt zu den schlechten Nachrichten. Es geht um Flund. Nee, Flund. Nee, der Flund war schon wieder. Dann bin ich da schon dran. Nee, Bob, warst du schon dran? Ja, ich bin dran. Ja, Bob ist dran. Das überrascht euch nicht wirklich, oder? Er besteht darauf, dass ich ihm den WR persönlich vorführe. Es ist ganz so, als könne er nicht glauben, dass mein Gerät diese Veränderung bewirkt hat. Ich fürchte, er sucht nur nach einem Weg, sich vor der Zusammenkunft zu drücken. Könnt ihr kommen und mir helfen? Vielleicht müssen wir ihm eine Tracht Prügel verpassen oder sowas in der Art. Timey. Na, das war doch mal toll. Wo müssen wir denn da hin? Hui, nach Trockenkoppe. Gut, dass da immer noch keine Wegmarke. Ja, wir treffen uns gleich bei Omas Maschine. Flieg und Sieg. Jupp, bis gleich. So, die Wegmarken rekalibrieren. Wir sind jetzt schnell mal zu Omas Maschine gerannt und wollen jetzt nochmal schnell gucken, was Timey von uns möchte. Boah. Okay. Ist direkt vor uns, aber ich würde mich beeilen. Die asurischen Vertreter werden ungeduldig. Okay, asurische Vertreter. Meine Crewkameraden in Ratasum überwachen das Wegmarkennetz. Sie sagen, euer Gerät beeinflusst Wegmarken, nicht Leitlinien. Warum? Seht ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Ich habe die Wegmarken so eingestellt, dass sie den Magiefluss gleich mit. Ich will es mal ganz simpel formulieren für euch. Mein Gerät kommuniziert mit den Wegmarken und registriert die Magiefluktuation. Mit einem von mir entwickelten, komplizierten Algorithmus kalkuliert es die zur Aufrechterhaltung der Wegmarke erforderliche Minimalfrequenz. Dann justiert ist die Wegmarke entsprechend. Unsere Messwerte sind ohne weitere Informationen uneindeutig. Zeigt uns die Funktionsweise. Sofort. So, sprecht mit Timey. Den würde ich nicht vertrauen. Ja, der hat eine Penisnase, dem würde ich auch nicht vertrauen. So, wie ich sehe, habt ihr meine Nachricht erhalten. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Hoffentlich habt ihr ein paar Waffen mitgebracht. Seid ihr in der Lage, das Netzwerk der Wegmarken zu beschützen? Ja, es hat funktioniert wie vorher gesagt. Mein Gerät rekalibriert die Wegmarken in ganz Tyria und bringt sie dazu, auf einer niedrigeren Frequenz zu vibrieren. So wie Spinnen scheinen auch Motrim von den Vibrationen des Netzes angezogen zu werden. Und bei weniger Vibrationen verlieren die Motrim das Interesse. Jupp, scheint so. Aber aus irgendeinem Grund bittet Flund noch immer um eine Vorführung. Ich denke, er will an meine Geheimnisse kommen, ein Patent anmelden und reich werden. Nun gut, geben wir den Mini-Wegmarken mehr Energie, damit die Veränderungen... Gebt dem Mini-Wegmarken mehr Energie, damit die Veränderung offensichtlich wird. Wieso konnte man das nicht nur mit einer machen? Tja, ich kann den Zufluss der Leihlinien-Magie zu ihnen erhöhen, um ihre Vibration zu verstärken. Damit werden sie fast so mächtig wie eine echte Wegmarke. Jupp. Was tuschelt ihr denn da drüben? Wir überlegen, wie man die Funktion demonstrieren könnte. Ihr werdet bemerken, dass die Kammer eine Anzahl wegmarkenartiger Objekte aufweist. Wir zeigen euch... Seht ihr? Es ist so simpel, dass selbst ein Simpel es kann. Fang an, Graham. Nee. Mich legt ihr nicht noch. Hey, Boss, übernimmt ihr das mal. Übernehmt ihr das mal. Very bosshaft. Nutzt Timeys Gerät. Tja, das machen wir dann im nächsten Part, würde ich mal behaupten. Übernehmt die Steuerung des Rekords. Und tja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir den arkanen Rat und Ratsmitglied Flund überzeugen können. Also bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis dann.